Die Anna ist ein sehr lebensfroher, sehr vitaler und sehr sportlicher Typ. Eigentlich. Denn seit einiger Zeit ist ihr die Energie ausgegangen. Sie hat nicht mehr gewusst, was mit ihr los ist. Sie hat in der Nacht nicht mehr geschlafen. Sie war in der Früh komplett gerädert. Sie war schlecht drauf. Sie war nervös. Sie hat sich nicht mehr konzentrieren können. Sie war komplett durch den Wind. Sie hat nicht gewusst, was los ist. Und wie sie ihre Lebensenergie, ihr neues Leben wiedergefunden hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Und übrigens habe ich noch einige Tipps für dich. Die Anna hat zwei absolute Warnsignale gebraucht, weil sonst hätte sie höchstwahrscheinlich oder vielleicht nicht reagiert. Die Anna hat sehr viel hinter sich. Das heißt, sie hat ihr ganzes Leben umstrukturiert. Das war alles sehr energieraubend. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist ja logisch, dass man da müde und energielos ist. Wie soll da auch Energie daherkommen? Das hat sie einfach so hingenommen und sie hat sich um alle gekümmert. Nur einen hat sie übersehen, sich selber. Und eines Morgens ist sie aufgestanden und sie hat gemerkt, sie ist so schwindelig, sie kann gar nicht aufstehen. Komplett untypisch für sie, weil sie ist ein sportlicher Typ. Und das zweite Warnsignal, sie ist mittags im Büro immer todmüde geworden. Und einmal hat sie sogar einen Sekundenschlaf gehabt. Sie hat ihren heißen oder warmen Tee getrunken und sie war auf einmal weg. Sie hat ein Blackout gehabt und sie hat nur mehr gemerkt, wie der Tee über ihren Körper fließt. Und dann hat sie gewusst, ich muss zum Arzt. Und dieser Schritt war eine kleine Challenge für die Anna. Denn die Anna hatte so den Glaubenssatz, die Medizin verdient ihr an kranken Menschen und nicht an gesunden Menschen. Und dennoch, mit ihrem eigenen Wissen ist sie ab jetzt nicht mehr weitergekommen. Und der Arzt hat ihr eine Kleinigkeit Blut abgenommen und dieses ins Labor geschickt. Und wo die Anna diesen Befund gesehen hat, da hat es ihr Augen und Ohren geöffnet. Die Diagnose, absolut haarsträubend. Ihre Werte für Vitamin B12, Schilddrüse oder der Eisenwert war in Ordnung. Und dann kam der Wert von Vitamin D. Der war absolut haarsträubend. Ein gesunder Vitamin D-Spiegel im Körper liegt zwischen 40 und 90 Nanogramm und bei ihr waren es 11 Nanogramm. Und unterhalb von 7 Nanogramm wird der Spiegel nicht einmal mehr angezeigt. Das bedeutet schwerste Mangelerscheinungen. Und nachdem sie den Rat von ihrem Arzt noch angenommen hat, ist sie losgestartet. Und sie hat das halbe Internet durchforstet. Und da hat sie zwei absolute Spezialisten gefunden. Einmal den Professor Dr. Spitz und der zweite Dr. Raimund von Helden. Zwei absolute Koryphäen im Bereich Vitamin D. Und wir haben noch einen Buchtipp für dich, wo du alles, was wichtig ist, schön strukturiert und gut verständlich nachlesen kannst. In diesem Buch hat die Anna alles gelernt. Sie hat gelernt, wie sie ihren Vitamin D-Wert von 11 auf 40 auf den unteren Idealwert aufbauen kann. Was sie tun muss und worauf sie achten muss. Und ab wann es zu viel Vitamin D im Blut ist. Aber sie wollte gerade einmal auf 40, auf den unteren Idealwert. Und sie hat ihre Therapie gestartet, ihre Vitamin D-Therapie. Und nach zwei Tagen hat sie es gemerkt. Sie hat wieder Appetit aufs Leben bekommen. Sie hat wieder die erste Nacht durchgeschlafen. Sie hat wieder Energie gehabt. Sie war wieder entspannt. Sie war wieder da. Sie war wieder in Freude. Sie hat wieder einen Spaß am Leben gehabt. Und das alles durch den Aufbau von Vitamin D. Und sie hat auch erkannt, dass über 80% der Menschen einen enormen Vitamin D-Mangel haben. Und nachher hat sie sich nicht mehr gewundert, dass so viele Menschen dauerhaft schlecht gelaunt sind. Und mein Tipp am Rande, wenn du merkst, dass irgendetwas mit deinem Körper nicht stimmt, dann lass dir dein Blut auf Vitamin D testen. Und bevor wir jetzt zum besprochenen Buchtipp kommen, noch ein Tipp für dich. Wie hilft uns die Sonne, Vitamin D aufzubauen? Ausschließlich in den Sommermonaten, von April bis Oktober. Und dann, wenn sie am höchsten steht, das heißt, wenn dein Schatten kleiner ist als du selber. Und dann sind es die ersten 20 Minuten, die deinem Körper helfen, Vitamin D aufzubauen. Wenn wir in einem Raum sind und die Sonne scheint durch das Glas, durch ein Glas kommt die UVB-Strahlung nicht durch. Das heißt, du musst das Fenster aufmachen. Und jetzt zum versprochenen Buchtipp. Dr. Raimund von Helden
hat ein Buch geschrieben, da ist alles schön strukturiert zusammengefasst. Das Buch heißt Gesund in 7 Tagen – Erfolge in der Vitamin-D-Therapie. Und dieses Video ist tatsächlich ansteckend. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Pfiati, Servus, mach's gut.